Ich habe euch ja im ersten Video bei der Direktzahlungsanmeldung gesagt, dass ich in diesem Jahr an einem neuen Programm teilnehme. Das ist die sogenannte graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion. Also Milchproduktion jetzt in meinem Fall. Das wird jetzt auch gerade von dieser Kontrollinstitution gerechnet, um nämlich zu schauen, ob ich dort überhaupt mitmachen kann. Bei der graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion muss ein gewisser Anteil vom Futter graslandbasiert sein. Darum wird jetzt da zuerst einmal geschaut, wie viel Futter essen meine Kühe eigentlich. Und das kommt ganz darauf an, wie viel Milch sie produzieren. Und darum wird da ein gewisser Grundfutterverzehr ausgerechnet. Also auf meinem Betrieb sind das 1900 Dezitonnen. Dezitonnen sind 100 Kilo. Trockensubstanz, also das Futter ohne Wasser. Und nachher wird geschaut, wie viel Futter produziere ich auf meinem Betrieb, also mit allen Wiesen und Silomais zusammen. Dann wird natürlich auch noch geschaut, was führe ich zu und weg. Ich habe jetzt hier noch eine Zufuhr von Grassilage und eine Wegfuhr von Maissilage. Und das gibt dann am Schluss eine Bilanz. Und da ist es so, dass mindestens 75% müssen Wiese- und Weidefutter sein. Das erfülle ich da mit meiner Fütterung, die ich geplant habe. Das sind 79%. Und dann dürfen noch maximal 10% Kraftfutter sein. Ich habe lediglich 7,4. Und dann Saft- und Raufutter sowie Nebenprodukte dürfen maximal 15% sein. Also da haben wir vor allem den Mais, oder, der als Saftfutter gilt. Das gibt dann bei mir 13,5%. Ihr seht jetzt also, ich habe eigentlich mit meiner geplanten Fütterung und mit meinem geplanten Anbau auch das GMF, das graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion, erfüllt. Das heisst, ich darf ohne schlechtes Gewissen nächstes Jahr die Beiträge bekommen. Wichtig ist jetzt, dass ich das auch so mache. Falls es jetzt irgendwie wegen dem Wetter eine Änderung gibt und ich irgendwo mehr Mais anbaue, dann stimmt das natürlich nicht mehr überein. Ich kann das aber wieder ausgleichen, indem ich dann einfach mehr Maisballen verkaufe, zum Beispiel im nächsten Jahr, dass ich wirklich das füttere, was ich eigentlich da geplant habe.